Also wir sind Daniel Michi von Elelea, machen seit 4-5 Jahren elektronische Mucke und sind froh, heute bei Art & Concert dabei zu sein. Kann ich unterschreiben. Wir kommen aus München, also wir kennen uns vom Oberland, das heißt noch südlicher von München, 30 Kilometer entfernt ungefähr. Sind damals durch ein Musikkollektiv quasi zusammengekommen und haben uns dann dazu entschlossen, dass wir beide sehr motiviert sind und Bock gehabt, einfach zusammen zu jammen, und dann hat sich das alles entwickelt. Eigentlich kann man schon die letzte Mal Party auch hier erwähnen. Mhm. Wir sind nach der Party noch ins Watergate gegangen und haben dann spontan irgendwie bis um 12 Uhr morgens haben wir noch Back-to-Back gespielt im Watergate. Haben uns da ein bisschen in das Line-Up reingesneakt, weil wir da einen Kumpel hatten, der da gespielt hat. Das war unsere letzte Berlin-Erfahrung. Hat genau. Hier angefangen und hat in Watergate aufgehört. Okay. Genau, und in Paris haben wir letztes Mal im Badaboom gespielt, so vor ein paar Monaten. Das war auch mega fett. Und schöne Stadt und cooler Club einfach. Ich würde sagen, dass wir uns im Bereich vom melodischen Techno bewegen. Aber wir wollen uns selber auch eigentlich gar nicht so sehr in Genres irgendwie einschränken, sondern machen eigentlich unser Ding und versuchen irgendwie von allem, was wir so in unserem Alltag auch hören, irgendwie die Einflüsse zu nehmen und das zu adaptieren. Naja, also wenn man jetzt mal zum Beispiel die Künstler D.O.P. und Agorian nimmt, ich glaube, wir haben schon immer irgendwie Tracks von denen gespielt oder gehört oder gefeiert. Deswegen würde ich sagen, dass da einfach, also die Szene schon sehr, sehr eng miteinander einfach auch immer fusioniert. Und D.O.P. und Agoria hören wir auch, seitdem wir zusammen Mucke machen, und deswegen ist es auch cool, also im Gesamtpaket heute. Gut, also das letzte Mal in der Location war schon Bombe, und jetzt ist einfach mit Licht und Sound und allem drumherum alles stimmig und kann nur gut werden.